Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Ja, auch am Mittwoch, da erklomm der DAX ein neues Jahreshoch. Er stieg bis auf 12.698 Punkte. Knapp 30 Punkte darunter ging er dann mit einem Plus von 0,3% aus dem Handel. In den letzten 7 Handelstagen hat er damit bereits rund 6% zugelegt. Wir blicken nach Frankfurt an dieser Stelle direkt an die Börse zu unserer Korrespondentin Cornelia Altlaut. Schönen guten Morgen, Conny. Könnte der DAX heute vielleicht über 12.700 Punkte steigen? Was sind denn seine Vorgaben? Guten Morgen. Ja, so in den ersten Handelsminuten eher unwahrscheinlich. Der DAX wird heute unverändert erwartet. Und du hast es ja gerade gesagt, seit letztem Dienstag fast 6% zugelegt. Und das, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert ist, was das so wirklich rechtfertigen würde. Wir haben keine Einigkeit in Sachen Handelsstreit. Wir haben noch keine Einigkeit in Sachen Brexit. Da wird es heute besonders spannend. Bis gestern sollte ja eigentlich schon mal ein Entwurf vorlegen, ein Vertragsentwurf, den man dem EU-Gipfel dann heute vorlegen wollte. Da wird jetzt noch fieberhaft dran gearbeitet. Der Markt, der hofft einfach gerade ganz extrem. Dennoch, die Börsen zuletzt etwas mit angezogener Handbremse unterwegs gewesen. Das hat jetzt auch dazu geführt, dass die asiatischen Märkte auch eher etwas zurückhaltend notieren. Alle gerade leicht im positiven Bereich. Der Hang Seng relativ deutlich grün im Bereich, aber die anderen eher etwas vorsichtig unterwegs. Dow Jones gestern auch nahezu unverändert geschlossen, gerade so auf der 27.000-Punkte-Marke. Da kamen auch enttäuschende Einzelhandelsumsatzzahlen hinzu, die natürlich weitere Wirtschaftsängste schüren. Auf der anderen Seite der DAX, du hast es gerade gesagt, gestern dann tatsächlich doch im Plus geschlossen, 0,3%, sogar mal die 12.700-Punkte-Marke angetestet. Das wird heute im frühen Handel, wie schon angedeutet, möglicherweise nichts. Der DAX erstmal unverändert erwartet. Dann vielen Dank für den Überblick, Conny. Ja, nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag geht's weiter natürlich mit unserer Marktidee, und zwar ist dies ThyssenKrupp. Die Aktie von ThyssenKrupp hat schwere Zeiten hinter sich. Das Geschäft läuft nicht gut und dazu kam nur noch der Abstieg aus dem DAX. Gestern deuteten sich allerdings gleich mehrere Angebote für die Aufzugssparte an. Die Aktie beendete den Tag als stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht stehen die Aussichten auf einen Ausbruch nach oben gut. Dabei spielt eine bestimmte Marke eine wichtige Rolle. Welche Marke dies ist, das können Sie gerne nachlesen. In einer ausführlichen Chartanalyse gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Ja, und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, schönen Handelstag. Tschüss und auf Wiedersehen.